Instagram, direkt. Genau. So, ich würde mal sagen, wir fangen mal mit Frau Koppers an, weil das interessiert mich ja schon. Sie sind ja schon so ein bisschen für die Sicherheit in der Stadt verantwortlich, ne? Dass es uns allen gut geht, wir alle lächelnd über die Straße laufen, auch nachts. Und jetzt fließen hier so, ich muss mit dem Flüchtlingsthema beginnen, selbstverständlich, jetzt fließen hier unkontrolliert diese ganzen alleinstehenden jungen Männer, wie wir gehört haben, in die Stadt rein. Unsere Gesellschaft verändert sich in Richtung Übernahme des Islam. Das ist ja alles ganz schrecklich. Demnächst müssen nur noch Sorgenfalten auf Ihrer Stirn stehen, oder? Können Sie die Sicherheit überhaupt noch garantieren in dieser Stadt der Flüchtlingsströme? Also ich freue mich zum Beispiel, und es schleicht mir immer ein Lächeln auf das Gesicht, weil es ganz viele kleine Kinder sind, die in diese Stadt kommen. Denn es sind in erster Linie Familien, die zu uns kommen. Und Sie können ruhig applaudieren, das macht mehr Spaß dann. Und was mir mehr Sorgen macht, aber allein wegen ihres Schicksals und wie man hier mit ihnen umgeht, das sind die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die zu uns kommen und um die wir uns deutlich mehr kümmern sollten, als wir es bisher tun. Das Thema, dass die Menschen, die zu uns kommen, nicht alle der christlichen Religion angehören, ist, glaube ich, keins, was mir Sorgen macht, denn dann sollten wir uns darüber unterhalten, welche Werte wir denn hochhalten, um die Menschen zu uns kommen, von unseren Werten zu überzeugen. Ja, wie machen wir das? Ja, wie gesagt, einfach immer mal ruf. Und wenn ihr Fragen habt, macht ruhig den Arm hoch, bis es wehtut, aber ich versuche euch dann dran zu nehmen zwischendurch. Wie machen wir das? Wie überzeugen wir die Menschen von unseren Werten? Ja, das sollten Sie die Kirchen fragen, das sollten Sie die Parteien fragen. Und wir Polizei stehen natürlich für die Verfassungswerte. Wir haben eine ganz wunderbare Verfassung mit ganz wunderbaren Grundrechten, für deren Verteidigung wir dastehen. Und das sind in erster Linie Minderheitenrechte. Und deshalb denke ich, dass wir die Minderheiten, die zu uns kommen, selbstverständlich und sehr gerne schützen. Bevor ich mal die Politik, ja, Sie nehmen Sie jetzt einfach das Mikro weg, das ist an einem einfachsten. Bevor wir zu Herrn Kicker kommen, mal ganz kurz, wer von euch ist in der Lage, die Grundrechte in unserer Verfassung kurz mal aufzusagen? Gebt mal die Hand hoch. Wer wäre in der Lage, jetzt sofort zu sagen, das sind unsere, ist nicht so dolle, ne? Ist nicht so. Also wir erzählen da von unseren Werten und so weiter, dabei wissen wir selber nicht ganz genau, was unsere Werte sind. Also ich möchte zunächst mal sagen, was die Flüchtlingsfrage angeht, da begegnet uns, wenn wir unterwegs sind draußen, die ganze Bandbreite der Reaktionen. Es gibt Engländer, die sagen, are you crazy? Habt ihr den Verstand verloren mit dem, was ihr da macht? Und selber erlebt vor ein paar Wochen in New York Standing Ovations. Nicht für VW, sondern für die Art und Weise, wie wir mit der Flüchtlingsfrage umgehen in diesem Einwanderungsland Amerika. Und die haben gesagt, ihr habt den Spirit, den Geist, den wir hier schon längst verloren haben. Wir waren auch mal so wie ihr. Ja, und ich glaube, darauf können wir wirklich stolz sein. Und insofern, gerade Berlin, viele Bilder, weil die Korrespondenten alle hier sitzen, viele Bilder, die sich über die Behandlung von Flüchtlingen nach draußen transportieren, die kommen aus Berlin. Da haben wir auch eine große Chance, das Thema Weltoffenheit und diesen wirklich sagenhaften Nimbus, den sich die Stadt erarbeitet hat, in einem ungesteuerten, chaotischen Prozess, wie ich immer sage. Es gab hier kein Marketing-Mastermind, das gesagt hat, ihr müsst so und so sein, dann liebt euch die Welt. Das haben wir einfach in den 25 Jahren nach der Wende geschafft. Aber wir haben auch die Chance, das wieder zu verspielen. Und zwar eine große Chance, da muss man einfach nur jeden Abend vor dem Lageso drehen und das in die Welt senden. So, und jetzt frage ich mich ja... Nee, ich frage mich genau das Gleiche wie Fabian Jane vorhin. Also ich bin selbstständig, ne? Ich habe eine Firma. Wenn da ein Problem ist, wie Menschen stehen bei einem Event draußen und frieren, dann dauert das ungefähr 2 Stunden maximal, dann ist dieses Problem gelöst. Und jetzt sind hier schon Leute, die in der Politik schon, ihr seid irgendwie schon etabliert und kommt an die Führungsebene in der Stadt ran. Where's our fucking problem? Warum schaffen wir es nicht, die Leute ordentlich zu behandeln? Ich gucke Sie an, weil Sie wollen die ja nun auch alle da haben, ne? Naja, also ich glaube, das, was wir hier erleben, ist, ich sag mal, A, eine große Herausforderung, das wissen wir alle, und B, ist es natürlich auch die Berliner Verwaltung, die in vielen Bereichen in den vergangenen Jahren, ich sag mal, nicht so funktioniert, wie sich das die Bürger wünschen, wie sich das die Unternehmen wünschen. Ich glaube, das wird uns jetzt besonders krass vor Augen geführt, wenn es um das Thema Registrierung, Unterbringung und so weiter anbelangt. Also es ist sicherlich kein gutes Bild, was wir da abgeben, aber es, ich sag mal, es wäre jetzt auch zu einseitig zu sagen, das ist jetzt, ich sag mal,
Politik ist das Thema egal oder so. Ich weiß das in vielen Runden, der Kicker kennt das Thema auch. Momentan versucht Politik in dieser Stadt und hier sage ich auch ausdrücklich, finde ich, mit einer sehr verantwortungsvollen Rolle, die die Grünen da auch spielen, also einer sehr konstruktiven Rolle, diese Probleme irgendwie in den Griff zu kriegen. Und, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber ja. Ich verstehe es nicht. Wir haben ja Zukunftskonferenz. Das heißt, wir wollen sehen, wie wir genau aus den Fehlern lernen. Was machen wir denn jetzt ab morgen? Was könnte passieren, damit die Verwaltung, wie auch immer das ist, dieses Problem ab nächster Woche in den Griff kriegt? Na, ich glaube, wir haben ja unterschiedliche Probleme. Ich kann jetzt als Wirtschaft zu dem Thema Registrierung und Unterbringung nicht so viel sagen, weil da bin ich nicht nah dran. Aber ich glaube, die große Herausforderung, und da ist die Wirtschaft sehr gefordert, die steht uns erst noch bevor. Das ist nämlich die Frage der Integration. Also ich sag mal, wenn ich jetzt die ganze Bandbreite der Herausforderungen mir anschaue, muss eigentlich das Thema Registrierung und Erstunterbringung und vielleicht auch nachhaltige Unterbringung, muss eigentlich, sag mal, kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht unmittelbar, ich sag mal, in den nächsten Monaten auch irgendwie auf den Weg gebracht werden kann. Ich sehe, also so. Aber viel wichtiger ist, wie kann ich die Menschen, die hier sind, in unsere Gesellschaft integrieren? Das heißt ja, mit Sprache. Wir sind hier, um Lösungen mal zu überlegen. Ja. Also sagen Sie mal, wie machen wir das? Ihre Lösung? Also unsere Lösung, die wir ja schon momentan praktizieren, ist, ich glaube, die Aufgabe, dass man junge Menschen relativ schnell, und da rede ich eher von Wochen und Monaten als von Jahren, in Ausbildung bringen. Das machen Sie jetzt schon? Das machen wir jetzt schon, natürlich mit einer Zahl, die angesichts der Gesamtzahl lächerlich gering ist. Wir erwarten im nächsten Jahr 35.000 Menschen, die arbeiten können, also geflüchtete Menschen, die arbeiten dürfen in unserer Stadt. Und wir haben jetzt angefangen, wir werden im nächsten Jahr im Handwerk, was ich schon noch mal ordentlich finde, 300 Menschen sozusagen in Ausbildung bringen. Das haben wir gerade mit dem Berliner Senat vereinbart. Aber das muss Schule machen, das muss auch in andere Wirtschaftsbereiche reingehen. Okay, das wäre der Vorschlag. Sagen Sie den Vorschlag in einem Satz. Der Vorschlag ist, über Sprache und Ausbildung Voraussetzungen schaffen, dass die Menschen in unser Arbeitsleben integriert werden. Okay, so. Aber da ist eine wichtige Sache noch nicht benannt, der Verantwortliche oder der Player. Ich glaube, da ist die gesamte, also wenn es um Arbeitsmarktintegration geht, da ist die Wirtschaft gefordert. Ich bin nicht jemand, der immer sagt, das muss jetzt alles sozusagen über den Staat organisiert werden, aber wir kriegen das nur hin in Zusammenarbeit mit den vorhandenen Institutionen, mit der Bundesagentur für Arbeit zum Beispiel, mit der Arbeitsverwaltung. Okay. Aber ich sehe natürlich eine große Aufgabe auch der Wirtschaft. Die Wirtschaft ist übrigens bereit und sie tut das auch. Also ja, aber irgendwo warten immer noch Leute draußen im Regen. Ich stoppe jetzt mal, weil ich habe gesagt, wir lassen unsere Diskutanten auch immer nur 1,30 reden. Das war mehr als 1,30. Naja, Sie können ja kurz antworten, wenn ich euch ständig frage. Sie kommen gleich dran, Sekunde. Wenn ihr Vorschläge habt, die konkreter sind, schreibt sie gleich auf eine Karte drauf, weil die Idee dieser Konferenz ist, dass viele eventuell Puzzleteile eine Gesamtlösung bringen können. Frau Langhoff möchte gerne das Mikro, aber ich lasse diesen Herrn meine Frage stellen hier vorne. Eine kurze Frage übrigens. Schaffen Sie es, in einer Minute ungefähr eine Frage zu stellen? In einer Minute schaffe ich das. Okay. Also am Lac Gieseau wäre ganz einfach. Ich kenne das von Schützenfesten. Da gibt es beheizte Zelte. Wenn man die Registrierung schon nicht verändern will, kann man die beheizten Schützenfestzelte da hinstellen und die Leute würden im Warmen stehen. Zweiter Punkt, Moabit hilft. Ich habe vor 4 Wochen schon 1.000 Euro zur Verfügung gestellt, um dort eine Überdachung herzustellen, damit Moabit hilft im Trockenen, die Sachen da verteilen kann. Herr Allert ist dort aufgelaufen. Wer ist Herr Allert? Der Chef vom Lac Gieseau. Er hat ultimativ gefordert, ich hatte einen Holzbaumeister eingesetzt, das wieder abzureißen. Und mir war klar, dass jetzt ist die eisige Kälte da und unsere Leute von Moabit hilft, werden das nicht ewig durchstehen. Und er hat das abreißen lassen. Das ist der Verantwortliche. Und der muss in die Rechenschaft genommen werden. Und dafür ist Herr Czaja verantwortlich mit und Herr Henkel. Tut mir leid, ich muss das hier wirklich sagen. Das war jetzt weder eine Frage noch ein Lösungsansatz. Darf ich trotzdem kurz in Ihre Moderation intervenieren? Bitte. Weil ich finde es gerade total merkwürdig, dass dieses Podium
die Lösung in zwei Sätzen. Das ist ein deutsches Ingenieursdenken, das nicht gut ist, genau für den Diskurs, den wir tiefgehend brauchen, genau für die Fragen, die sich diese Partei stellen muss. Und sicher sind wir als Zivilgesellschaft gerufen, hier in unseren verschiedenen Funktionata eher dafür zu sorgen, einmal tief durchzuatmen und eben nicht ad hoc zu reagieren auf Paris, eben nicht ad hoc zu reagieren auf die Lageso-Problematik, muss nicht auf diesem Podium gelöst werden. Ich finde das gerade wirklich, mag ja ein neuer Stil sein, aber befruchtet gerade nicht. Es bringt gar nichts, jetzt genau das aufzumachen, was seit Tagen, Wochen in sehr vielen Netzwerken in dieser Stadt nicht nur diskutiert wird. Es gibt sehr konkrete Vorschläge, kann ich Ihnen alles zukommen lassen. Zum Beispiel bin ich in einem Netzwerk von 100 Frauen, die sich engagieren. Es gibt von so vielen Seiten Vorschläge, wie man das Lageso-Problem lösen kann. Natürlich kann man auch Herrn Chaya anzeigen, nicht nur wegen des toten Kindes, das es ja mittlerweile schon gibt, und wegen der Toten, die wir zu befürchten haben. Es gibt verschiedene Wege, die sind bekannt, hoffe ich, den Multiplikatoren. Ansonsten bin ich gerne bereit, eine Liste zusammenzustellen. Verstehe nun nicht, wozu das jetzt führen soll, sozusagen die Lageso-Problematik. Die ist sehr, sehr klar, die ist sehr offensichtlich, und da müssen Verantwortungen genommen werden. Und ich verstehe nicht, warum nicht wie in München oder Hamburg, wenn das sozusagen das ist, was wir als Bedingungen brauchen, der Notzustand erklärt wird. Punkt. Dann versuche ich vielleicht mal deine Frage zu beantworten. Es ist eine Erfahrung, die Politik häufig macht. Wir haben sie auch heute wieder gemacht. Wir sind gefordert, über kurzfristige Probleme zu reden und auch kurzfristige Antworten, Lösungen zu präsentieren. Stichwort Lageso. Also eigentlich die Frage, warum endet die Berliner Willkommenskultur an den Gittern der Turmstraße? Und natürlich sind wir gleichzeitig gefordert, auch mittel- und langfristig zu erklären, wie können wir Vielfalt gestalten? Und Sherman, ich danke dir für diese wunderbare Keynote, weil du was gesagt hast, was ich in meinen Worten vielleicht mal so formulieren würde: Vielfalt hat Voraussetzungen. Das sind Voraussetzungen, da geht es um Haltung, da geht es um das Aushalten von Konflikten, da geht es um die Art und Weise, wie man interagiert, denn Vielfalt ist nicht nur die Summe von Unterschieden, sondern ist ja die Frage der Interkulturalität, der Interaktion. Aber Vielfalt hat auch eine ganze Reihe von weiteren Voraussetzungen. Du hast den Aspekt Teilhabe angesprochen, du hast den Wohnungsmarkt angesprochen, und jetzt sind wir gerade beim Thema Verwaltung. Und da möchte ich eigentlich nur ein Plädoyer loswerden, weil ich glaube, so wichtig das Lageso und so brennend diese Problematik ist, so wichtig die ganze Flüchtlingsthematik ist, wir reden hier nicht nur über Flüchtlingspolitik, sondern wir reden über eine Berliner Voraussetzung. Verdammt nochmal, es kommen 30 Millionen Touristinnen und Touristen in die Stadt letztes Jahr. Sie haben Herrn Kieker oder Frau Koppers nicht gefragt, warum die eigentlich ein Sicherheitsrisiko sind. Ja, wir haben diese dramatischen Zustände am Lageso, aber wenn Otto Normalbürgerin, ja, Berlinerin oder Zugezogene ein Elterngeldbescheid haben will oder einen Wohngeldbescheid haben will, wartet er oder sie auch 6 Monate. Das heißt, ich plädiere dafür, das, was wir im Zusammenhang mit Flüchtlingen strukturell, habituell, kulturell diskutieren, sich auch als Frage für die ganze Stadt zu stellen. Denn ja, 80.000 Menschen in diesem Jahr sind viel, es kommen viele Flüchtlinge, aber mit 40.000 wurde gerechnet. Ja, mit 40.000 wurde gerechnet, und auch da haben wir die Antworten noch nicht. Sprich, es ist ein Megathema, wo es um Verwaltungsmodernisierung geht, wo es um Wohnungsbau geht, wo es um Konflikte, Stichwort Räume geht, wie gehen wir eigentlich damit um, und wo es natürlich auch darum geht, wie gestaltet man diese Vielfalt. Und da, glaube ich, kann Berlin bessere und andere Rahmenbedingungen schaffen, als es das bisher getan hat. Das werden Schnellschüsse sein, die werden aber auch nicht viel helfen. Was wir brauchen, sind sicherlich mittel- und langfristige Konzepte mit dem großen Haken, dass deswegen morgen an der Turmstraße noch nichts besser läuft. Mein Plädoyer: Lasst uns das eine tun, ohne das andere zu lassen. Lasst uns die kurzfristige, aber auch die langfristige Perspektive hier versuchen zusammenzubringen. Also wie ich Frau Langhoffs Aussage verstehe, geht es eher um eine generellen Geist der Offenheit und nicht jetzt um Flüchtlingsproblematik, dass die gesamte Stadt mal darüber nachdenkt, was ist eigentlich offen. Und da möchte ich mal Frau Koppers ansprechen. Sie haben es ja tatsächlich geschafft, in der Berliner Polizei einen neuen Spirit reinzubringen, den man jetzt mal plakativ als Geist der Offenheit nehmen könnte. Das Image der Polizei war vor Ihnen noch ein bisschen was anderes, und Sie waren auf einmal jemand, der quasi mit ausgebreiteten Armen dastand. Ist die Berliner Polizei denn eine offene Institution? Ist
oder nicht? Gucken Sie mal in die offenen Gesichter der Kollegen, die heute den Stand hier gemacht haben bei Ihnen. Ich glaube, ich habe nur das Potenzial geweckt, was in der Behörde vorhanden war. Es gibt ganz viele, ganz wunderbare Menschen in dieser Behörde, die vielleicht nicht so richtig zu Wort gekommen sind vorher. Und das kommen sie jetzt. Und jetzt können sie ihr ganzes Potenzial entfalten. Darüber bin ich sehr glücklich. Und ließe sich das eventuell auch auf andere Institutionen anwenden, von denen wir jetzt glauben, dass sie noch nicht offen genug sind? Ja, das ist ja das Thema von Vielfalt. Wenn wir Vielfalt, die müssen wir ja entdecken, die gibt es ja schon. Und die müssen wir entdecken, wertschätzen, wir müssen das Potenzial darin sehen, die Chancen darin sehen und allen auch die Möglichkeit geben, mitzuwirken, mitzugestalten an der Zukunft. Und wenn wir das so tun, wie wir das eingeläutet haben in unserer Behörde, dann sind wir auf einem sehr guten Weg, der natürlich noch ein bisschen steinig ist, weil diese gigantische Behörde mit 23.000 Menschen und einer Vergangenheit, die aus heterosexuellen, weißen, in Berlin oder wo auch immer geborenen Männern bestand, dann müssen wir natürlich noch einen ganz langen Weg gehen. Aber wir sind, glaube ich, schon sehr gut dabei, diese Behörde deutlich vielfältiger zu machen. Ich habe noch vergessen, Vollzeit. Ja, also okay. Und wie macht man das? Wie könnten wir jetzt, wenn Sie die Offenheitsbeauftragte des Landes Berlin werden würden, wenn sowas gäbe, wie schaffen wir es, dass die Verwaltung anschließt an die Kulturszene? Dass wir einen ähnlichen Spirit da reinkriegen. Was machen wir konkret? Jetzt in der Polizei? Mit allen, weil Polizei ist eine, haben Sie angefangen? Sie können sich ja mal ein Beispiel an der Polizei nehmen. Also die Polizei Berlin ist jedenfalls eine der wenigen Behörden, oder ich glaube sogar die einzige in Berlin, die die gesetzlichen Voraussetzungen des Partizipationsgesetzes jetzt schon erfüllt. Das heißt, bei unseren Einstellungskampagnen bewerben sich nicht nur ganz viele Menschen mit einem Hintergrund, der nicht Berlin heißt, Bayern oder Baden-Württemberg oder Istanbul oder woher auch immer. Und wir stellen auch um 20% völlig egal welche Laufbahn ein. Das heißt, wir gewährleisten schon eine Teilhabe, von der anderen noch träumen. Okay, und kann man das auf ganz Berlin anwenden, auf die gesamte Berliner Verwaltung? Ja, natürlich kann man das. Man muss und dann halt, würde sich ändern. Natürlich kann man das. Man muss halt die Offenheit besitzen. Ich weiß, zum Beispiel in der Justiz, die haben da noch ein bisschen größere Probleme mit, aber das ist halt auch, hängt ein bisschen von der Attraktivität des Berufsstandes ab. Und wenn man eine ganze Berufsgruppe mit nicht richterlichem Dienst bezeichnet, also alle, die nicht Richter sind, dann ist es wenig attraktiv. Also da weiß kein Mensch, was dahinter steht. Oder Rechtspfleger und Rechtspflegerinnen oder Justizwachtmeister. Das sind so Begrifflichkeiten, da muss man sich halt einfach mal fragen, wie kann ich deutlich machen, welche Aufgabe dahinter steht und wie attraktiv die ist. Und damit eben auch neues Potenzial an Menschen gewinnen, die zu mir kommen. Okay. Darf ich mal ein Beispiel nennen? Ja. Wer sich da vielleicht eine Scheibe von abschneiden könnte, hoffe ich, überrascht Sie damit, die Politik bzw. die politischen Parteien. Also wir sind ja diejenigen, die gerne über Weltoffenheit reden, die dieses Fest der Vielfalt zelebrieren, die eine Haltung einfordern, die den eigenen Körperschaften, den eigenen Institutionen genau diese Vorgaben machen. Ich sage dazu, ich glaube, es braucht teilweise Vorgaben. Ja, also die reinen Appelle nützen nichts. Aber gucken wir uns doch mal die politischen Parteien an und gucken wir uns doch mal an, wie diese Vielfalt repräsentiert ist. Und da meine ich Repräsentation wirklich im klassischen Sinne des Wortes. Das ist doch mager. Wir haben als ein Drittel der Berlinerinnen und Berliner haben heute einen Migrationshintergrund. Wir haben ungefähr 500.000 Ausländerinnen und Ausländer. Was übrigens weniger ist als in Frankfurt am Main richtig, zum Beispiel. Richtig, genau. Und wenn ich mir da angucke, fände ich völlig legitim, dass wir da die Polizei fragen. Ja? Also ich glaube, gerade da beweist sich immer wieder, wie wichtig Interkulturalität ist. Und wie wichtig Einstellungskorridore sind, etc. pp. Aber ich glaube, auch diejenigen, die das aktiv einfordern, die da immer große Appelle an Zivilgesellschaft, an Firmen, etc. pp. Vom Stapel lassen, ich glaube, auch die könnten bei sich selber da durchaus anfangen. Ich würde behaupten, da ist nicht alles schlecht. Da haben wir vieles für getan. Auch in Berlin gibt es doch den einen, die andere politische Repräsentantin, auch innerhalb unserer Partei, die qua Biografie Vielfalt auch sehr viel authentischer, sage ich mal, politisch leben und artikulieren kann. Aber da bleibt noch eine Menge zu tun. Ja, die Frage ist ja, die schön, Kultur könnte sich da übrigens auch anschließen, falls Sie ein Interesse haben, weil von der Kultur gerade auch der Impuls ausging. Tatsächlich ist
Offenheit und Translokalität zwar sehr gut zu organisieren in diesem Raum, aber wir haben aus dem letzten Jahr eine konkrete Studie zu Berlin von Citizens for Europe mit Deutsch Plus zusammen agiert. Und tatsächlich sind es am Ende die zwei Institutionen, mit denen ich zu tun habe, also Ballhaus, Naunienstraße, was bis vor ein paar Jahren nicht existent war, Maxim Gorki Theater, dann ist es die Werkstatt der Kulturen, und es gibt noch eine vierte Institution, und das ist in dem Fall nicht die komische Oper, interessanterweise, die kommt dann sofort danach, es ist die komische Oper, genau, es ist die komische Oper, was auch durch eben Leitung, Barikowski und auch Unternehmungen in der Mitarbeiterschaft, also es ist nicht so, dass Kulturinstitutionen in Deutschland, die ja auch staatlich gefördert sind und genau mit so einer Quote auch gegebenenfalls umgehen könnten oder zumindest mit einer Förderung, also im Sinne von einem Mainstreaming, wie man das bei Gender nannte, umgehen könnten. Das wird nicht getan in der Kunst und Kultur, vor allem, weil man sich bei Kunst und Kultur rausredet mit der künstlerischen Freiheit und der Exposition sozusagen dieser Stellen, was totaler Quatsch ist, weil das Ganze setzt sich nämlich in den Theaterwerkstätten, an den Nähmaschinen, in den Maskenbildnerberufen fort. Es ist nicht so, dass es nur um künstlerische Leitungen und Positionen geht, sondern gerade die Staats- und Stadttheater, von denen wir in Berlin mehrere und in der Republik immerhin auch an die 150 haben, ist das in keinster Weise angekommen. Die sind auf dem Weg seit ein paar Jahren und tun sich sichtlich schwer. Herr Kieker wollte was sagen. Ja. Was Sie gerade sagen über die Politik, ist das eine. Ich möchte mal kurz was ganz Provozierendes sagen. Berlin erlebt eine glückliche Zeit. Ich glaube, daran werden wir uns eines Tages noch erinnern, an diese Jahre des Aufbruchs, diese Jahre des wirklichen Wandels, diese Magnetkraft, die wir hier entwickelt haben, auf junge Menschen, auf Künstler, auf Talente, die alle die ganz große Sehnsucht haben, bei uns, mit uns zu leben und in dieser Atmosphäre, die die Stadt offensichtlich bietet, dabei zu sein. Das eine wichtigste T ist Toleranz. Ja, Berlin bietet im Moment die Chance und die Freiheit, als Stadt der Freiheit, die Freiheit, neue Lebensentwürfe auszuprobieren. Wir sagen zu jedem, der kommt, ich sage gleich mal, wen ich mit wir meine, aber wir sagen zu jedem, der kommt, hey, willkommen. Wir fragen auch nicht, wo kommst du her, sondern wir sagen, wo willst du hin? Und das ist eine fast amerikanische Haltung, die da ist. Eine ganz große Offenheit, und wer was kann und was will, der darf hier auch mitspielen. Da sagt man nicht, ist deine Familie schon seit 200 Jahren hier, welche Netzwerke hast du, wen kennst du, spielt, glaube ich, in kaum einer Stadt eine so geringe Rolle wie in Berlin. Das ist eine ganz glückliche Konstellation, die wir haben. Aber was ich beobachte, in Bezug auf die gesamte Stadtgesellschaft, gibt es ein Auseinanderklaffen von Eigen- und Fremdwahrnehmung. Die Welt, egal wen Sie fragen, also meine Firma, wir holen pro Jahr ungefähr 1000 Journalisten in die Stadt, mit denen wir reden. Auch politische Journalisten, Feuilletonisten. Und das Derivat zeigt uns, wie uns die Welt sieht. Und die sagen, das ist wirklich eine der interessantesten Städte im Umbruch gerade. Mein Eindruck ist, dass viele Berliner das noch nicht so richtig glauben oder dass sie emotional nicht hinterherkommen. Wir sind nun öfter mal durch den Fleischwolf der Geschichte gedreht worden. Zuletzt vor 25 Jahren mussten sich alle irrsinnig umstellen. Nicht nur der Osten, auch der Westen war auch eine subventionierte sozialistische Insel. Und jetzt kommen wir nicht hinterher mit dem, was passiert. Und ich habe den Eindruck, ich will das nicht quantifizieren, es gibt eine Gruppe von Leuten, die sich in ein Biedermeier zurückziehen, in ein Privates, sagen, das ist mir alles zu viel, was die Frau Langhoff und die anderen, ja, was die da alles so auf die Reihe bringen und wen die uns alles hier in die Stadt schleppen, das macht mich fertig, das verstehe ich nicht, da komme ich nicht hinterher. Und dieses Biedermeier, ein bisschen kleinbürgerlich, hat auch gefährliche Elemente in sich. Und was wir versuchen müssen, ist diese Menschen mitzunehmen, weil wir alle sind Berlin. Wir müssen eigentlich versuchen, aus allen Hauptstädter zu machen. Ja? So wie die Berliner eigentlich sind, frech, ein bisschen aufsässig. Mir wurde gesagt, ich darf auch mal dazwischen gehen. Ich glaube, wir sind uns ja alle einig, deshalb droht die Diskussion ja auch so ein bisschen langweilig zu werden, weil wir irgendwie alle eigentlich aller Meinung sind. Und ich glaube, es widerspiegelt auch ganz gut so die Situation, die wir in Berlin haben. Die Stadtgesellschaft zeigt, glaube ich, in den unterschiedlichsten Facetten momentan ein wirklich positives Gesicht, eine Willkommenskultur,
ein Willen auch zu unterstützen und zu integrieren. Ich erlebe das jetzt in meinem Bereich zum Beispiel bei den Unternehmen, wo ich selber teilweise erstaunt bin. Ich glaube, das ist ein Fund, mit dem man wuchern kann, aber wir merken an vielen Stellen, dass diese Mentalität, die wir in Berlin momentan finden und auch in vielen anderen Bereichen Deutschlands, muss man ja auch fairerweise mal sagen, dass sich das nicht widerspiegelt in den politischen Strategien, die da sind. Und wir sind ja hier, ich sag mal, auch bei einer politischen Veranstaltung. Ich habe die ganz große Befürchtung, dass wir zurzeit und vermutlich auch nicht in nächster Zeit so etwas wie eine Strategie, eine politische Strategie entwickeln, auch mit Gesetzen und so weiter, alles allem, was dazugehört, wie wir die Integration, die notwendig ist und die auch da ist und die wir auch nicht mehr so schamig irgendwie politisch so wegdiskutieren können und sagen, ja, brauchen wir denn ein Einwanderungsgesetz? Ich glaube, das ist so dieser Konflikt, in dem wir momentan stehen. Die Bevölkerung in Berlin, glaube ich, ist die Stadtgesellschaft, wenn wir das so nennen, ist zum größten Teil bereit dazu, aber ihr wird an vielen Stellen gesetzlich, bürokratisch, werden ihr Steine in den Weg gelegt und so kann Integration am Ende nicht gelingen. Wir haben zwei Wortmeldungen, beide von dort hinten, erst Edgar Reinke und dann jemand, der hinter ihm saß. Ja, ich bin ein kleiner Unternehmer aus Berlin-Schöneberg, der ausbildet und gerne den Kontakt zu einer aktiven Handwerkskammer sucht. Und auf dem Hintergrund eines Spannungsfeldes zwischen Kultur und Wirtschaft, denn wir wollen ja auch, dass Arbeit die Stadt anfüllt. Herr Schwarz, halten Sie das für denkbar und auch machbar, dass Sie mit Ihrem philosophischen Hintergrund das mal ans Basislager der Handwerkskammer ankommen lassen, dass ich, wenn ich anrufe, auch mal durchkomme oder das Gefühl habe, dass die Mitarbeiter da am Mehringdamm in ihrer Betonburg wirklich etwas für die Berliner Wirtschaft auch tun. Dass die Mitarbeiter spüren, was sie nach außen hin kommunizieren und wo sie Erfolge haben. Aber ich könnte eine Demo mit frustrierten Handwerksleuten hier auf die Bühne bringen, die merken, Handwerkskammer so Berlin, in Westdeutschland ist es toll. Also ich möchte es einfach so deutlich sagen, damit diese Gelegenheit hier nicht versäumt wird. Das ist natürlich ein bisschen unfair jetzt zu sagen, weil wie soll ich darauf antworten, wenn Sie, ich kann Ihnen nur mal ein paar Zahlen nennen und die sind nicht erfunden, sondern die sind auch nachprüfbar. Wir haben mit dem Projekt Arrivo, und zwar innerhalb von 6 Wochen, 150 Handwerksunternehmen in der Stadt gefunden, die gesagt haben, wir sind bereit, junge Migranten, die jetzt nach Berlin geflüchtet sind, die haben wir erreicht, die sind auch durchgekommen. Also mir ist auch kein Fall bekannt, dass jemand gesagt hat, er würde da mitmachen wollen und sei nicht durchgestellt worden. Deshalb, ich bin da mal etwas vorsichtig, es ist leicht gesagt und vielleicht haben sie auch die Erfahrung gemacht, aber das jetzt so als Kammerbashing. Vielleicht unterhalten Sie sich einfach unter vier Augen nachher nochmal drüber. Und den Einzelfall mal austauschen. Aber ich glaube, das, was viele in der Stadt erstaunt, ist, dass, Sie haben es ja vorhin gesagt, dass, ich sag mal, eher so ein traditioneller Wirtschaftsbereich oder traditionell wahrgenommen wird, ganz, ganz viele Aktivitäten entwickelt. Und übrigens ist das der Wirtschaftszweig, der am meisten geflüchtete Menschen, auch Migranten, in Ausbildung gebracht hat. Weitaus höher als alle anderen Wirtschaftsbereiche in Deutschland. Das kommt ja auch nicht von alleine. Also ich glaube, da ist schon eine ganze Menge Arbeit und Offenheit dahinter. Und der Spruch, den Herr Kieker vorhin gebracht hat, es kommt nicht darauf an, wo du herkommst, sondern wo du hin willst, den hat die Handwerkskammer schon vor 5 Jahren plakatiert. Oh, jetzt stoppe ich Sie mal, wenn die Eigenwerbung anfängt, weil da hinten ist noch ein Wortbeitrag. Im Dunkeln des Grüns dorthin. Ich will mal an das anknüpfen, was Herr Kieker gesagt hat, weil ich glaube, das ist der richtige Ausgangspunkt, einfach zu sagen, diese Stadt ist großartig. Und diese Stadt hat sich in den letzten 25 Jahren in einer Art und Weise entwickelt, wie wir, glaube ich, kaum eine andere europäische Stadt wahrgenommen haben. Wir hatten zuerst eine Kulturszene, die Räume bereitet hat und die Wege bereitet hat, dass diese Stadt sich entwickeln kann. Das hat sich in Wirtschaftskraft umgesetzt. Das müssen wir ja auch zur Kenntnis nehmen, dass Berlin in den letzten Jahren durchaus prosperiert ist und nach oben gekommen ist. Es gibt nur einen Bereich, der sich beharrlich weigert, diese Kreativität aufzunehmen und umzusetzen, und das ist Politik und Verwaltung. Ich
kriege im Moment ein bisschen mit, was in der Flüchtlingsfrage, um das doch nochmal als Blaupause zu nehmen, in anderen Ländern so los ist. Und ich erlebe Berlin in allen Gremien und in allen Kreisen, die sich auseinandersetzen mit dieser Frage, immer als das Zögerlichste, als das, das sagt, es geht nicht, als das beharrt in alten Strukturen und das nicht mal nach außen verkörpert und sagt, wir packen das an. Und jetzt will ich nicht das berühmte Ja, wir schaffen das in den Mund nehmen, aber den Spirit, von dem, Sascha, du vorhin geredet hast, nach außen auch ausstrahlt. Zwei Beispiele. Wir diskutieren gerade darüber, wie wir den Wohnungsbau als das Integrationsprojekt, was wir als nächstes angehen müssen, in der Republik nach vorne kriegen. Wir hatten in den vergangenen Jahren immer eine Frage, wie schaffen wir es, über staatliches Geld hinaus Privates anzureizen, damit es in den Wohnungsbau fließt. Die größten Bremser waren immer die Stadtstaaten. Bremen und Hamburg haben mittlerweile gesagt, ja, wir sind mittlerweile auch der Meinung, wir schaffen es nicht, wenn wir nicht Anreizmodelle machen. Die einzigen, die sich noch weigern, ist Berlin. Weil sie festhalten an Strukturen, an alten Denkweisen, weil sie nicht experimentierfreudig sind und weil sie nicht die Traute haben, letztendlich auch mal was auszuprobieren, vielleicht auch zu scheitern mit irgendwas und nach vorne zu gehen und die Ärmel aufzukrempeln. Und ich glaube, und auch das haben wir erlebt in der letzten Zeit, wie wichtig Botschaften und Symbole aus den Führungsetagen auch von Politik sind. Die ganze Welt hat sich auf den Weg gemacht nach so einer Botschaft. Und ich glaube, auch Berlin braucht in der Führungsetage Leute, die bereit sind, diese Botschaften nach außen zu tragen, diesen Spirit auszustrahlen und nicht immer nur festzuhalten an den alten Denkmustern und Gewohnheiten, sondern sich davon zu verabschieden. Und das gilt im Übrigen, glaube ich, auch für alle Parteien, wenn sie die Herausforderungen, die da vor uns stehen, wirklich noch meistern wollen. Ist wohl wahr. Ich möchte noch mal drauf rumreiten, Frau Koppers, weil ich glaube, ein Großteil der Berliner Verwaltung Resistenz gegen Veränderungen und so liegt auch daran, weil wir so eine Art Beamtengenozid erlebt haben in den letzten 20 Jahren. Die Verwaltung wurde radikal zusammengekürzt und wir wissen, dass das menschliche Gemeinschaften enorm traumatisiert, wenn man sie reduziert. Also wenn man irgendwie sagt, demnächst sitzen nur noch halb so viele Leute im Büro. Ich glaube, die Berliner Verwaltung hat einfach auch ganz schön harte Zeiten hinter sich. Da kann man dann schon mal Angst vor Veränderungen bekommen. Spielt das eine Rolle? Also ich gucke lieber nach vorne, als Vergangenheitsbewältigung zu betreiben. Natürlich sind da Fehler gemacht worden. Selbstverständlich hätte man zum Beispiel in der Polizei Berlin keinen Einstellungsstopp verhängen dürfen, sondern wir hätten weiter ausbilden müssen. Aber das, finde ich, hilft uns jetzt nicht mehr weiter. Und es ist natürlich so, dass Menschen, aber das ist, glaube ich, unabhängig davon, ob sie Behörden arbeiten oder wo auch immer tätig sind, dass sie Angst vor Veränderungen haben. Jedenfalls dann, wenn Sie das Gefühl haben, die Umgebung verändert sich so, dass Sie es nicht mehr erfassen können, dass Sie nicht wissen, wo es hinführt und dass es eben auch niemanden gibt, der Ihnen die Richtung zeigt oder der Ihnen einfach klare Botschaften, eine klare Linie vorgibt, sondern so alles im Ungefähren wabert, dann kommen Ängste auf. Und das gilt für Behörden wie die meine, genauso wie für andere Institutionen. Und es ist auch nicht einfach, die Menschen jetzt in so einer gigantisch großen Bühne wie der meinen zu erreichen, die an der Basis arbeiten, die draußen auch mit den tagtäglichen Herausforderungen zu kämpfen haben. Sei es, dass sie zwischen den Stühlen sitzen bei politischen Demonstrationen, welcher Couleur auch immer, und gegeneinander laufen von politischen Meinungen, oder sei es, dass sie plötzlich vor die Situation gestellt sind, da kommen Züge von mit flüchtenden Menschen an und die Ströme müssen irgendwie geleitet werden. Wir müssen für die Sicherheit sorgen, sei es, dass wir vor den Flüchtlingsunterkünften aufpassen müssen, dass Menschen, die nicht nur Angst vor Überfremdung haben, sondern auch noch gewalttätig dagegen vorgehen wollen, nicht zu ihrem nicht dazu kommen. Also wir müssen einfach auf vielen verschiedenen Feldern agieren. Und ich glaube, dass es schwer ist, darauf so gut vorbereitet zu sein, dass man ad hoc auch in der Lage ist. Also das ist einfach auch eine Frage von innerer Haltung, Ausbildung und Fortbildung und einer vernünftigen Wertekultur, die wir ja von oben runter auch vorleben müssen. Und da fängt es in der Politik an, da finde ich, hat Herr Ratzmann völlig recht. Und das geht natürlich über die Behördenspitzen weiter bis in alle Führungsebenen hinein. Das heißt, was ich schon als Erkenntnis aus diesem Panel mitnehme, ist, dass wenn wir nur ehrlich wären zu den Menschen und offen wären, dass dann schon mal ganz viel Bereitschaft da wäre, Dinge zu ändern. Was müsste sich denn jetzt ändern in der Berliner Politik, damit wir das unseren Leuten geben können? Ehrlichkeit, Offenheit, Verlässlichkeit in der wandelnden Zeit. Vielleicht darf ich erstmal auch
wenn es nicht gut ankommt, eine Lanze für die Berliner Verwaltung brechen. Ich habe selber viele Jahre Kommunalpolitik gemacht und ich habe das Engagement, den hohen ehrenamtlichen Zeitaufwand, die Identifikation mit der Stadt und dem, was man tut, auch in dieser Verwaltung angetroffen. Ich habe da Mitarbeiterinnen kennengelernt, die sich auf gut Deutsch den Arsch aufgerissen haben. Und zwar auch zu einem Zeitpunkt, wo sie alleine in ihrer ursprünglich mal 4-5-köpfigen Abteilung saßen. Das, was diese Leute frustriert und was dann vielleicht auch die Antwort auf Ihre Frage ist, wie motiviert man eigentlich diese Menschen, ist, dass in Berlin seit vielen Jahren über die wachsende Stadt geredet wird, dass man sich Titel einheimst, Capital of Cool und so weiter und so fort. Also wo nicht nur das Marketing von Herrn Kieker gut funktioniert, sondern wo alle ins selbe Horn blasen, das ist alles ganz toll. Und in dieser wachsenden Stadt, in dieser wachsenden Ökonomie, wurde eine Verwaltung über viele Jahre geschrumpft. Und auch ich will keine Vergangenheitsbewältigung betreiben, aber ich würde für uns schon in Anspruch nehmen, dass wir sehr früh darauf hingewiesen haben als Grüne, gerade auch in den Bezirken, das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Zwei gegenläufige Bewegungen, eine wachsende Stadt und gleichzeitig eine Verwaltung, die geschrumpft wird, das funktioniert nicht. Und was diese Menschen brauchen, ist neben der Motivation verlässliche Rahmenbedingungen. Wie wäre es denn mal mit einem Personalaufbaukonzept? Ja, wie wäre es denn damit? Ich weiß, Masterpläne, wurde vorhin schon gesagt, gibt es genug, aber diesen Menschen eine Perspektive zu bieten, wie wäre es damit, ein Konzept zu haben für den demografischen Wandel? Wie schaffen wir das eigentlich mit dem Wissenstransfer, wenn die Älteren jetzt ausscheiden, wenn neue dazukommen? Diese Rahmenbedingungen muss Politik schaffen und ich glaube, unter den Voraussetzungen sind dann nicht nur die Motivierten, die Gutgewillten bereit mitzumachen. Ich würde gerne noch mal eine Sache aufgreifen von Herrn Kieker, die, ja, These, wir leben in glücklichen Zeiten. Ich glaube, Herr Kieker, was da ein bisschen mitschwang, und das muss man vielleicht auch dazu sagen, ist die Sorge, dass das auch alles sehr bald wieder vorbei sein kann. Und ich stimme Ihnen dazu. Ich glaube, Berlin hat in der Tat nicht begriffen, was es da hat und dass das Bedingungen sind, die nicht von sich selber leben. Ja? Also kein Kreativer, ob er jetzt irgendwie aus dem Bereich IT kommt oder aus dem Bereich der bildenden Künste, wird nur nach Berlin kommen, weil diese Stadt irgendwie so weltoffen und so hip ist, sondern da spielt, Scheiben, du hast es angesprochen, zum Beispiel auch die Frage eine Rolle, ist diese Stadt für mich bezahlbar? Mit kleinem Einkommen als prekärer Selbstständiger oder Selbstständige. Ist diese Stadt bezahlbar? Und ich glaube, auch hier müssen wir drüber reden, vielleicht ein letzter Satz. Ich fürchte, wir reden jetzt viel über Verwaltung, wir reden viel über Strukturen, über langfristige Perspektiven. Ich fürchte, damit wird Politik nicht so schnell einen Blumentopf gewinnen. Da steckt viel Kernarbeit drin, wo wir wahrscheinlich über Jahre hinweg, also 5 Jahre dauert eine Legislatur, mehr oder minder hinter den Kulissen neue Grundlagen schaffen müssen. Die Symbole sind wichtig, Volker hat es gesagt. Manchmal gibt es mir in Berlin ein bisschen zu viel Symbolpolitik, vor allem wenn es darum geht, sich selber zu feiern. Was man vergessen hat, ist das, was hinter den Kulissen, was sozusagen im Backoffice passieren muss, auch auf die Reihe zu kriegen. Okay, wir haben hier 3 Wortmeldungen, was ich toll finde, wenn das alles aus einer Ecke kommt und wenn es zu viel ist. Ist praktisch fürs Mikro und es belebt die Diskussion. Schmeiß doch einfach dort in die Richtung mal irgendwie das Mikro rein, da gibt es ein paar Leute, die was sagen möchten. Ja. Es funktioniert. Funktioniert? Okay. Ja. Ja, ich lebe als freier darstellender Künstler in Berlin sozusagen, schließt sich an ihrs auch schön an, Prekariat auf 2 Beinen und möchte aber eigentlich zum Thema Innen- und Außenwahrnehmung was sagen. Die Außenwahrnehmung ist ja unstrittig, was für einen Ruf Berlin in der Welt hat und es ist auch unstrittig, dass ganz, ganz viele Künstler zu diesem Ruf beigetragen haben. Die haben sozusagen die Party geschmissen, jetzt ist die Party vorbei. Sie merken, sie können ihre Miete nicht mehr bezahlen und wissen auch nicht, wie sie ihr Alter über die Runden bringen sollen. Und da will ich jetzt nicht in die Klage und jetzt macht die alle zu, stellt alle die freien Künstler an, das meine ich nicht. Aber für diese Antwort, da muss Berlin eine Antwort finden, wenn das in die Zukunft irgendwie gehen soll, dass man diese Strukturen oder eigentlich Strukturen schafft, dass in gewisser Weise so viele Künstler weiterarbeiten können in Berlin, dass damit etwas weitergeht, aber auf diese Art und Weise können sie nicht mehr weiterarbeiten und deswegen ist die Laune manchmal innen drin viel schlechter als außen auf den Plakaten. Dankeschön. Ihr könnt ruhig applaudieren, ne? Nicht immer schüchtern sein.
Also das passt vielleicht jetzt nicht ganz direkt dazu. Ich wollte noch mal zu diesem Gap zwischen der Politik und der Stadtgesellschaft. Während Berlin sich in der Stadtgesellschaft unheimlich vital und kreativ entwickelt hat, und zwar nicht nur kulturell, sondern eben auch ökonomisch, da sind wir uns, glaube ich, inzwischen alle einig, hat die Politik sich eigentlich auf das alte Schema, wir brauchen entweder mehr Staat oder wir wollen so werden wie eine Global City, wir wollen, dass hier große Konzerne herkommen, also dass das große Kapital herkommt. Und ich glaube, ein Wichtiges ist, diese Debatte zu führen, was es eigentlich heißt, dieses Bürgerschaftliche in der Stadt wirklich ernsthaft zu stärken. Und deswegen schon noch mal einen ganz aktuellen Punkt. Für mich ist das Unverständlichste auf der einen Seite vielleicht das Problem Lageso, weil wir es täglich so sehen. Auf der anderen Seite aber das, dass die Stadt nicht mal in der Lage ist, das Ehrenamtsmanagement professionell einmal Berlin zentral, einmal für die Bezirke und zum Dritten für die Institutionen, die da sind, wenigstens das bereitzustellen. Das ist für mich eins der erbärmlichsten Zeichen, dass die Stadt diese Bürgerschaft und ihre großartigen Leistungen überhaupt nicht ernst nimmt. Und das ärgert mich dann auch im Touristischen. Der wichtigste Satz, den Sie gesagt haben, der war vorhin, wir wollen gerne weltoffen im Touristischen sein, was Sie vermarkten müssen, aber wir sind eben nicht bereit, das dann zu sein, wenn es uns im Ernsten trifft. Und ich finde, auch da muss man sehr genau hinschauen, was eigentlich unsere Form von Weltoffenheit heißt. Wenn sie wirklich nur von der Politik als Marketingaufgabe gesehen wird, dann sind wir falsch gewickelt. Wir müssen diese Impulse als ein neues Leitbild der Stadt, nämlich das Verteilen zwischen Staat, Wirtschaft und Bürgergesellschaft, da müssen wir diese Impulse der Bürgergesellschaft sehr viel ernster nehmen. Und von daher ist das für mich eine Leitbilddebatte. Also nicht so sehr eine Parteidebatte, sind die Grünen karierter als die Sozialdemokraten oder die Schwarzen, sondern als was ist eigentlich die wichtigste Anforderung momentan an diese Politikperspektive, wenn man dieser Stadt und ihren Impulsen gerecht werden will. Okay, also die Einführung eines zentralen Ehrenamtskoordinierungsbüros, sowas gibt es nicht? Gibt es schon? Ich kenne viele Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, die wissen das zumindest nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wo das ist. Es gibt sogar eine Staatssekretärin für Ehrenamt. Es gibt eine Staatssekretärin für Ehrenamt. Ah ja. Entschuldigung, wer von euch wusste das? Bin ich der Einzige jetzt hier? Okay, da ist das Marketing vielleicht ein bisschen schlecht, aber wir hatten hier noch ein paar Wortmeldung, Sie zuerst und dann Sie. Ach, dann nehmen Sie doch, wenn Sie das Mikro schon haben. Mikro schon an? Okay, danke. Ich habe eine ganz konkrete Bitte an die Politik und zwar genau auch an die Politiker, die in die Mikrofone sprechen und die gehört werden und die populär sind. Mir macht das total Sorge, dass ich das Gefühl habe, hier spaltet sich gerade alles, ob in Deutschland oder in Berlin oder in den Bezirken, in die einen, die sagen, das Boot ist voll und die anderen, die sagen, wir schaffen das. Weil mit sagen, wir schaffen das, wiegt man auch die Bevölkerung in einer vermeintlichen Sicherheit. Also ich kann nur für mich sagen, ich erfahre seit Monaten nur aus den Medien, wie schlimm das alles ist mit der Flüchtlingskrise. Mein Leben hat sich noch nicht um einen einzigen Millimeter verändert. Und wenn man die Gesellschaft noch länger in dieser vermeintlichen Sicherheit wiegt, dass die meisten von uns einfach so weitermachen können, als wäre nichts geschehen, und andere, ob nun ehrenamtlich oder professionell, sich Arme und Beine ausreißen, um das gerade zu schaffen, dann finde ich, hat Politik auch schon allein in der Kommunikation eine Riesenverantwortung, nämlich zu sagen, ja, wir schaffen das, aber wir brauchen jeden und jede dazu mit ihrer Offenheit und ihrer Bereitschaft. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche blöden Aufrufe zu, engagiert euch alle ehrenamtlich, sondern seid offen dafür, dass sich diese Gesellschaft verändern wird. Und das wird nicht schlimm sein. Davon können wir alle profitieren und das muss nicht wehtun, aber ihr müsst dazu bereit sein. Und das vermisse ich total in der Politik und quer durch alle Parteien. Bevor ich das Mikro nehme, Sie wollte, ne? Sehr Sie und dann Sie. Warten Sie ganz. Ich bitte Herrn Schwarz noch einmal den Satz zu sagen, den Sie vorhin gesagt haben, dass Sie sagten, wir müssen uns einfach dran gewöhnen. Ist an, glaube ich. Ja gut, ich meine. Den einen Satz bitte. Wir haben über Ehrlichkeit in der Politik gesprochen und das, was Sie gerade gesagt haben, finde ich jetzt auch nochmal bestätigt. Es wird momentan so um den heißen Brei herum geredet. Und zwar, also jetzt
ist immer ein bisschen billig zu sagen, die Politik, aber so wird es von dem Bürger, glaube ich, auch wahrgenommen. Die Wahrheit ist doch folgende: Wenn wir unseren Wohlstand in unserem Land erhalten wollen über die nächsten Jahre, dann werden wir eine Zuwanderung brauchen, und zwar in einer Höhe, wie wir sie heute erleben und sagen, damit werden wir nicht fertig. Ja, wir sagen heute, das ist ja alles Ausnahmezustand und so. Man muss heute, ich glaube, das ist Aufgabe und das erwarte ich auch von Politik, dass sie ehrlich sagt, das, womit wir heute nicht fertig werden, wird der Normalzustand in den nächsten 20, 30 Jahren werden müssen, damit wir den Wohlstand in unserem Land erhalten können. Und das vermisse ich. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Forderung. Sie hat Ich würde auch gern auf die letzten drei Beiträge zwei Sätze, wenn Sie erlauben, Herr Moderator, reinzugeben. Das eine ist, das, was Sie als Angst beschrieben haben, es geht mir ähnlich, und zwar, weil ich das Gefühl habe, dass anstatt Visionen und Realitäten, mit denen wir, da, wo wir nichts zu entscheiden haben, sondern wo wir nur schauen müssen, haben wir Konzepte, um mit ihnen umzugehen, nicht agiert werden und anstattdessen in einem vorauseilenden Gehorsam von Angst, und das sind, wenn man jetzt ein bisschen kulturhistorisch das ansieht, ist das genau das, was immer wieder auftaucht. Also annehmend, dass die Bevölkerung spätestens, wenn es um ihre eigenen Turnhallen geht, spätestens, wenn es um dies oder das geht, so und so reagieren wird, in einem vorauseilenden Gehorsam Angst zu verbreiten und mit Angst Politik zu machen, kann leider im Moment gerade vielen Politikern aller Couleur vorgeworfen werden. Und das ist erbärmlich. Und mit größtem Respekt eben auch sozusagen zu denen, die eine Generation oder eine halbe vor mir Kunst in dieser Stadt gemacht haben, auch ich lange in der Off-Szene frei. Ich sage das, weil das, glaube ich, im Kontext der Grünen vielleicht nochmal eine wichtige Geschichte ist. Wir setzen immer wieder auf freie Kunstszene, auf offene Kunstszene, auf die Off-Häuser. Ich komme selber von dort. Wir sollten gerade in der Krise, in der sich Demokratie befindet, ganz dolle festhalten an den Institutionen, die wir haben und ihren Möglichkeiten, den Theatern, die staatlich, städtisch gefördert sind, und für wirkliche Kooperationen und Kollaborationen da sorgen, weil wir in sehr vielen Ländern erkennen, wie genau diese Szene, die sehr fruchtbar ist für bestimmte Zeiten, sobald es ökonomisch nicht tragbar ist, hinten überfällt, keine Förderung mehr bekommt. Und natürlich müssen wir uns Gedanken machen, wie geht es auch alten Menschen, Künstlern, die in anderen Ländern Auffangbecken haben für genau solche Prekarisierungen, um nicht auch da weiter schlechte Geschichte zu schreiben. Aber ich fordere da wirklich auch insbesondere die grünen Kulturmacher auf, an den Institutionen dran zu bleiben und für diese auch zu agieren. Nur damit ihr mal wisst, ich höre gerne zu und ich stimme auch zu, aber wir haben hier noch ein paar Wortmeldungen und 9 Minuten, deshalb bitteschön. Drei Wortmeldungen. Wollte mich Moment. Zuerst Sie, Entschuldigung. Ich wollte mich meinen Vorrednern anschließen, bin Berlinerin, habe immer sehr offene, tolerante Freunde gehabt, sehe in letzter Zeit, dass selbst bei diesen Menschen irgendwo die Angst um sich greift. Von daher Angst, Sie sprachen das alles schon, Angst ist, glaube ich, die treibende Kraft, die entscheidet, kippt die ganze Sache oder ist alles positiv. Und schafft es die Politik auch, Vertrauen zu schaffen? Schafft es die Politik, uns diese Ängste zu nehmen, ganz konkret? Uns Frauen wahrscheinlich, werden wir in 5 Jahren auch noch als Frauen anerkannt? Bleiben die Rechte bestehen, die wir bis jetzt hatten, oder werden die durch eine Islamisierung in Frage gestellt? Ja? Die Ängste zum Beispiel, eine Freundin von mir, die hat jetzt ihren Job verloren, ist Ende 40, kriegt keinen mehr, hat 100 Bewerbungen geschrieben, ist jetzt in Hartz IV reingerutscht. Sie sagt, da kommen Flüchtlinge, die werden eingestellt, die kriegen Geld, die kriegen noch viel mehr Geld, ich nicht, die hat Angst. Ja? Und da geht bei ihr die Klappe zu. Ja, ich habe auch nichts gegen Islam oder so, weil es gibt sehr, sehr viele Rechnungen. Ich nicht. Ich meine, es geht alles, es sind alles Grund auf der gleichen Basis, ja, die Bibel und der Koran, und das ist alles die gleiche Grundlage. Es geht von Menschenwerten. Und ich würde sagen, auch da wieder, wenn die Politik ehrlich mit den Bürgern umgeht, genau, dann schafft das Vertrauen und dann kriegen wir jedes Problem gelöst. Wenn es eine Stadt gibt, die keine Angst vor der Zukunft haben muss, ist das Berlin, weil wir haben schon alles mal durch und haben es bis hierher geschafft. Aber ich würde gerne die Dame auch zu Wort kommen lassen. Ja, jetzt aber.
Ich stimme Ihnen zu, klar, wir haben alle unsere Sorgen und Ängste, aber ich bin bayerische Migrantin. Ja. Also ich bin Berlinerin mit einem bayerischen Migrantenhintergrund. Und meine Erfahrung aus den letzten knapp 30 Jahren in dieser Stadt ist, dass bei meinen Kindern in der Schule circa nur ein Drittel tatsächlich Berliner Eltern hatten und alle anderen kamen woanders her. Und ich denke, wir können hier viel über unsere Befindlichkeiten reden. Ich denke, wir müssen uns alle, gerade in Berlin, Sie zitierten vorhin dieses Paragraph 1, ich mach meins. Ich denke, das hat Berlin Ost wie West sehr, sehr lange gemacht. Wir befinden uns jetzt in einem Umbruch und ich denke, es hilft uns allen nichts. Wir müssen ganz klar uns entscheiden. Und ich denke, es gibt zwei Stichworte, die wir, ich arbeite als Architektin in dieser Stadt, es gibt zwei Stichworte, die wir uns jeden Tag überlegen müssen. Das eine ist Civitas. Und das andere ist Metropole Berlin. Hier vorne war auch noch ein Beitrag. Ja, Lisa Paus, Grüne Bundestagsabgeordnete für Berlin. Ich hatte noch mal eine Frage sozusagen an die Wirtschaft, weil ein bisschen die Diskussion ja heute noch schon deutlich gemacht hat, anders als vor noch vielleicht 2 oder 3 Jahren, wo es eigentlich schick war, dass Politik eigentlich niemand interessiert und dass man eben möglichst unpolitisch ist und auch die Kultur und die Wirtschaft und so weiter, ne, also wenig sich über Politik unterhalten wollte, erleben wir ja de facto, das spiegelt ja diese Debatte jetzt auch wieder, ne, dass sich das hier, dass in Berlin gerade eben die Zivilgesellschaft und eben durch Wirtschaft, ne, Kultur und überall durch sich doch sehr stark politisiert. Und ich finde das richtig und angemessen in dieser Situation. Und deswegen war trotzdem mal meine Frage, ich weiß, dass jetzt, ne, auch die Handwerkskammer macht immer mal wieder einen Beschluss zu irgendwas, aber jetzt die Handwerkskammer kann jetzt sich per se politisch aufstellen, aber diese Politisierung, die finde ich wichtig, insgesamt auch für die Außendarstellung zum Beispiel von Berlin. Und der Herr Kieker, Sie angesprochen haben, Sie waren in New York und haben da Applaus bekommen sozusagen für die Haltung der Berlinerinnen und Berliner in der Flüchtlingsfrage. Das ist ja jetzt, das ist das aktuelle Thema. Es gibt ja andere Themen, wo auch, ne, es, wir eigentlich ein besonderes Image haben, zum Beispiel, wenn es um das Thema Datenschutz beispielsweise geht, ne, dass die Leute, die Snowden unterstützen, ja, dass die eben hier in Berlin sitzen und dadurch auch zum Beispiel der digitalen Wirtschaft eigentlich grundsätzlich ein anderes Image geben könnten, dass da sehr stark zusammenspielt das wirtschaftliche Potenzial, das, was hier gesellschaftlich da ist, und dass wir dadurch andere Modelle eigentlich hinkriegen könnten. Und da frage ich mich ein bisschen, wo kann man so etwas eigentlich mal diskutieren, ja, wo sozusagen Politik mit Leuten ins Gespräch kommt, nicht nur Einzelnen sozusagen, so ein bisschen so quer zu den derzeitigen Strukturen, wo wir diese besondere Situation, dass sich jetzt alle merken, da man kann nicht mehr draußen bleiben, man muss sich engagieren, ja, dass man da mal hinkriegt zu Foren oder zu Runden, dass man darüber reden kann und was das dann auch für das Image von Berlin bedeutet und was das andere Image von Berlin ausmachen könnte. Und da wollte ich einfach fragen, sind Sie dazu gesprächsbereit und wie finden Sie das? Wen genau fragen Sie? Insbesondere Herr Kieker. Herr Kieker. Also grundsätzlich glaube ich, ist sozusagen der Gedanke total richtig, dass wir haben ja seit 89 hat sich sozusagen sehr viel Entpolitisierung tatsächlich breit gemacht. Erstmal einfach, weil für viele eine Utopie oder eine Übergangsgeschichte nicht mehr existiert hat. Wir haben auf jeden Fall nicht mehr die politischen Systeme, so wie wir sie kannten. Und es gibt für viele, glaube ich, im Moment in der Bürgerschaft die Frage, wie organisiere ich mich eigentlich? Also wie werde ich politisch, wie kann ich auch meine Meinung einbringen und gegebenenfalls nicht nur direkt in schon bestehenden Parteizusammenhängen. Wir sehen ja eine konservative revolutionäre Bewegung da draußen, die haben wir heute noch gar nicht thematisiert, die sich auf die gleichen Werte beruft. Insofern glaube ich, überhaupt über politische Organisationen, Multitude, von denen wir sprechen, seitdem es sozusagen nicht mehr die großen Blöcke gibt, wie man die auf Foren und zwar genau in diesem zivilgesellschaftlichen Kontext, also Wissenschaft und Kunst ist zum Beispiel der erste Schritt, den wir jetzt konkret versuchen, mit Kulturstiftungen und anderen zu gehen. Weil auch das ist etwas, was man sich zum Beispiel aus früherer islamischer Kultur, Andalusien und anderen kulturhistorischen Zusammenhängen abgucken kann, dass das sinnvoll ist für Gesellschaft. Aber es geht dann weiter. Institutionen dieser Gesellschaft sollten meiner Meinung nach auch öfter in Foren Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, um sich auszutauschen. Gerne, ab März habe ich eine Gorki Forum Leiterin, also wir wollen weiter in die Stadt und gründen das Gorki Forum. Esra Küçük, unter anderem Initiatorin der Jungen Islamkonferenz zuletzt,
ein junger Nachwuchs, der diese Aufgabe übernehmen wird und bestimmt Sie auch anrufen wird. Und also insofern, wir freuen uns, wenn wir Sie dann auch einladen dürfen auf diese Podien. Ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist, da weiterzumachen. Herr Kieker. Nochmal. Die Repolitisierung der Zivilgesellschaft, die wir jetzt auch sehen, ist nach meinem ganz persönlichen Gefühl eine Notwehrreaktion. Zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis, weil wir alle plötzlich sagen, hey, die Politik kann es nicht. Und vor allen Dingen die Verwaltung kann es nicht. Es jammert einen, was man sieht. Meine Frau ist Ärztin, macht freiwillig mit im Rathaus Wilmersdorf und sagt, da sind Leute dabei, die würden sterben. Da sind auch viele dabei, die einfach mal reden wollen. Sie sprachen von 10% ungefähr? Bitte? Sie sprachen von 10%, ja, sagt Ihre Frau? Weil die einfach keine Medikamente kriegen. Diabeteskranke, die haben keinen Schein, die sind nicht registriert und damit existieren die nicht. Und da fangen einfach Leute an, in einer ganz gesunden menschlichen Reaktion zu sagen, ja, wenn es die nicht machen, die dafür da sind, im Sinne auch von Dienstleistung, vielleicht haben wir den Staat, die Verwaltung, die Politik zu lange als Dienstleistung gesehen. Wenn die es nicht können, müssen wir es eben selber machen, bevor es schief geht. Das finde ich sehr positiv. Das wird auch, glaube ich, eine Langzeitwirkung haben in der Bevölkerung. Ja, und zum Zweiten, was Sie ansprachen, ich kann nur noch mal sagen, wenn wir über Berlin reden, wir ziehen ohnehin immer nur wie im Theater den Vorhang zur Seite und sagen, meine Damen und Herren, sehen Sie selbst. Ja, und was die Menschen hier sehen, das sind nicht die drei Opern und die 68 Theater, die wir haben, da gehen die alle hin. Die wissen auch, da ist immer Weltklasse zu sehen. Da müssen die nicht mal in den Kalender gucken vorher. Nein, die kommen tatsächlich wegen der Atmosphäre und wegen der besonderen Menschen, die man hier trifft, von denen auch wegen der Snowden-Unterstützer. Im Grunde genommen sagen wir immer, Berlin ist ein Gesamtkunstwerk. Bitte? Nein. Berlin ist ein Gesamtkunstwerk, was sich aus diesen unendlich vielen, vielen Teilen zusammensetzt, die auch nur eine Metropole bieten kann. Das kann übrigens auch keine andere Stadt in Deutschland. Hamburg jammert, aber sie können es nicht. So, ich muss jetzt die Runde schließen, aber die Runde schließen heißt auch gleichzeitig die Diskussion öffnen. Das heißt, ihr könnt jetzt direkt miteinander sprechen. Bitte im Marketplace dieses Mal auf der Seite, weil diese Seite hat ein bisschen wenig Aufmerksamkeit in der ersten Pause abgekriegt. Was ich gelernt habe, ist erstens, ich werde ab jetzt nicht mehr Weltoffenheit sagen, Dankeschön, sondern nur noch Offenheit, weil das ist wahr. Und dass Offenheit tägliche Arbeit ist und nicht irgendein Zustand. Und dass Berlin das besonders gut kann und die Politik und Verwaltung das gerade lernt. Und wir alle daran arbeiten und verantwortlich sind, dass die Politik das lernt. Dankeschön für meine Mitdiskutanten, danke euch. Und ich finde es schön, dass jetzt die Bürgerbeteiligung sich mit der Offenheit gepaart hat. Macht draußen weiter jetzt gleich im Marketplace. Ja, die Geschenke.